Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Final Fantasy VII Rebirth. Wir sind jetzt direkt nach dem Karten-Special. Ne? Wir hatten jetzt da habe ich so eine kleine Special-Folge reingebracht, wo ich hier einfach mal diese ganzen Karten-Hirsel besiegt habe, weil ich das nicht mehr in dem normalen Spiel Let's Play machen wollte. Ja, was soll ich sagen? Es lief echt gut. Das lief mehr als gut. Ich bin sehr zufrieden damit gewesen, wie es lief. Am Anfang war es so, jetzt ist es so, und jetzt würde ich sagen, machen wir ein paar Quests und fangen einfach mal an bei dem Ausweg aus der Misere, Auftrag des Chocobo-Züchters. So. Können wir eigentlich direkt, wo ist Pico? Nee, nicht Pico, wie hieß sie? Zwei Tage her, ich habe den Namen vergessen. Belle heißt sie, Belle, genau. So, auf geht's. Chocobo-Farm. Wem die wohl gehört? Das finden wir jetzt heraus, wem die Chocobo-Farm gehört, liebe Eris. Ihr seid neu hier, oder? Kommt ihr etwa von den Sümpfen? Genau, wir haben uns Chocobos von Bills Farm ausgeliehen. Ah, Himmel, Arsch und Zwirn. Ich habe ihm schon so oft gesagt, seine dummen Schilder abzunehmen. Auch auf Chocobos sind die Sümpfe zu gefährlich. Ich heiße übrigens Gabe. Das hier ist meine Farm. Und ihr braucht gar nicht erst fragen. Meine Chocobos verleihe ich nicht. Das Transportgeschäft wird von Shinra stark reguliert. Bisher habe ich mich trotzdem irgendwie über Wasser halten können. Aber mein Wagen hat vor kurzem den Geist aufgegeben. Und weil ich mir die Teile für die Reparatur nicht leisten kann, ist mein Geschäft so gut wie tot. Das Ganze deprimiert sogar meine armen Chocobos. Sollen wir ihnen bei der Reparatur helfen? Das ist nett, aber ohne Ersatzteile? Es reicht also, wenn wir die besorgen können? Tja schon, aber guckt euch doch mal an, wie der Wagen aussieht. Ich weiß ja nicht. Und ich habe leider nichts, womit ich euch bezahlen könnte. Interessieren dich meine Chocobos? Ich habe mehrmals versucht, sie in die Wildnis zu entlassen, aber sie kommen immer wieder zurück. Das habe ich jetzt davon. Da eröffnet man ein Geschäft und dann ist der eigene Kopf der Erste, der rollt, wenn's bergab geht. Aber sagen Sie doch sowas nicht. Es ist nicht Ihre Schuld. Komm schon, Cloud. Die Chocobos brauchen uns. Wir müssen ihnen helfen. Bitte. Warum? Das ist eine gute Frage. Warum sollen wir den Chocobussen helfen? Damit ich mich nicht schlecht fühlen muss, jemanden in Not im Stich gelassen zu haben. Das kann ich einfach nicht. Okay, dann machen wir es natürlich. Juhu! Gut, wenn ihr drauf besteht. Ich warne euch gleich. Die Ersatzteile, die wir brauchen, sind in dieser Gegend schwer zu finden. Und wo können wir sie finden? Bei einem Händler, der in einer Hütte auf dem Berggipfel lebt. Zu Fuß kommt man da nicht hin. Nur eine bestimmte Chocobo-Dame schafft den Aufstieg. Belle heißt sie. Das letzte Mal habe ich sie dort drüben gesehen. Die haben wir bereits eingefangen. Verstehe. Gehen wir es an. Da sind wir dem ja schon zuvor gekommen. Belle haben wir natürlich schon gefangen. Wie sieht das eigentlich aus? Müssen wir ein Pauschen noch machen? Müssen wir uns heilen? Können wir auf jeden Fall machen. Das heißt, wir setzen uns einmal ganz kurz auf Elbench. Ja, das ist Elbench. Auf Elbench erholen wir uns einmal ganz, ganz kurz. Aber wirklich ganz kurz. Und auch nur Cloud. Die anderen müssen stehen, so. Dann gehen wir natürlich einmal ganz kurz an den Kaufautomaten. Und gucken, was im Angebot ist. Irgendwas wird wohl im Angebot sein, oder? Ja, da. Luft. Ja, komm. Nehmen wir einen mit. Gegenstände brauchen wir keine. Also jetzt gucke ich einmal nur, bevor es dann direkt losgeht, wie viele Waffenpunkte wir haben. 50 von 70. Moment, wir gehen einmal in die Waffenmodifications. Verfügbare Waffenpunkte 20. Ach ja, was ist denn. Warte mal.
Ja, haben wir alles richtig gut. Also die Punkte geben wir das nächste Mal aus, wenn wir an so einem Automaten sind. Hier haben wir, ach guck mal, da ist Chadley, mit dem haben wir nichts gemacht, das haben wir letztens erst gemacht. Hier ist der, wo kann ich denn hier kaufen, Mensch? Da, bist du Gabe Sparrow? Hallo. Unser Sortiment lässt keine Wünsche offen. Dann lass uns doch einmal bitte tauschen. Was hast du? Also ich habe 10 Schokobo-Federn und bekomme von dir den Skorpionshelm, den Skorpionskyras und die Skorpionsbeinschienen. Ich habe keine Ahnung, wozu ich die brauchen sollte, aber wir kaufen die einfach mal, weil wir sie halt haben. Ne? Die ziehen wir dann gleich Bell an, dann geht Bell wohl gerüstet nämlich los. So, hier haben wir magisches Pulver, Eisenerz. Wiesentitan, Lorbeeren, brauche ich alle. Ich kaufe jetzt mal einfach nichts, außer sie hätte Gabe der Planeten. Aber Gabe der Planeten bekommen wir wahrscheinlich erst. Ob Gabe sich wohl noch mal aufrappeln kann? Ach, bestimmt. Gabe des Planeten können wir erst in der nächsten Schokobo-Farbe wahrscheinlich kaufen. Wenn wir dann. Ja, was weiß ich, wie das dann. Ach, guck mal, wir hätten. Na gut, jetzt kriegt sie das hier. Zack. 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 Das sieht ja mal ultra scheiße aus. Gut, haben wir das. Dann gucken wir einmal auf der Karte. Wo werden wir jetzt hingeschickt? Da. Auf dem Weg zur Hütte, Position auf der Karte. Schon ein bisschen schade, dass er uns nicht bezahlen kann. Nicht will. Dem Kerl geht's besser, als er den Anschein erwecken will. Der hat's faustdick hinter den Ohren. Meinst du etwa, er wollte uns in das Licht führen? Damit wir die Arbeit für ihn erledigen? Vermutlich. Egal. Ich mach's trotzdem. Für die Chocobos. Okay, für die Chocobos also. Ja, ich mach's ja auch für die Chocobos. Ich meine, die Viecher sind schon wirklich mega cool. Ich finde Chocobo. Jetzt weiß ich, was ich brauche. Ich brauche Chocobo-Merch. Mal gucken. Irgendwann mal. Dadurch, dass es jetzt hier durch Biberfjord auch noch so viele verschiedene Chocobos gibt. Will ich auch einen so, also so ein Grasland-Schokobo, dann will ich so ein Berg-Schokobo. Und wer weiß, was es da später noch so gibt. Ich bin mal wirklich gespannt, in was für Gebiete wir hier noch so kommen. So, warte mal. Was ist das? Das hier ist der Mithrilminen, da will ich nicht hin. Ich will da hoch. Da ist doch bestimmt eine Wand gewesen, die der Schokobo hochlaufen kann. Die ich mal wieder einfach nur nicht gesehen habe. Ja. Alles gut. Entspannt euch. Habe ich nicht gesehen. So, auf geht's. Ab nach oben. Mit unserem Shinra-uniformierten Schokobo. So. Ich hoffe, das Spiel ist nicht so laut. Hauruck, den können wir kaputt machen. Da müssen wir dann hoch. Okay, warte mal. Jetzt ist die Frage, machen wir erst die Eule? Oder machen wir die... Komm, wenn wir schon hier sind, machen wir natürlich die Eule. Wir kicken das einmal kaputt. Achso, wir werden angerufen. Über Phönix sind viele Legenden im Umlauf. Eines Tages ließ sich Phönix an der Küste Junons nieder, auf der Suche nach einer letzten Ruhestätte. Dort traf er auf einen Fischer an einem Lagerfeuer. Dieser ließ ihn am Feuer Platz nehmen. Phönix hielt die Federn in die Flammen, woraufhin seine Lebenskraft zurückkehrte. Phönix Schrein Alpha. Ich glaube, Phönix ist tatsächlich ein ziemlich starker Esper. Alle Esper sind stark. Ich glaube, es gibt gar keine Schwachen. Wir analysieren The Crystal. Mal gucken, welche Tasten wir diesmal drücken müssen. Okay, kriege ich hin. Analyse beginnen. Nein! Shit! Oh, genau dazwischen. Noch einmal versuchen, bitte. Analyse beginnen. Das war schon um einiges besser.
allem sieht der Phönix echt cool aus. Siehst du, ich brauche auch noch ein Phönix-Merch. Und ein Shiva-Merch und ein Ifrit-Merch und ein Zitat, alles klar. Die Final Fantasy Collection wird gefüllt. Dank deines Einsatzes konnte ich alle notwendigen Informationen zur Espa aus dem Kristall ziehen. Sehr gut. Das freut mich sehr. So, dann lass uns mal wieder gehen. Das haben wir gemacht. Wundertollig. Leviathan wird uns gehören. Uns müsste ja eigentlich noch Gamma fehlen. Wenn ich mich richtig erinnere, haben wir bei Titan auch nur zwei. Wieso ist denn hier noch eine Eule? Ach so, du willst mich dahin führen, ne? Wir sind oben angekommen und weiter geht's. Und hier müsst ihr ja hier noch Analyse 1 Quelle am Chocobo Cliff. Einmal absteigen. Und dann analysieren wir einmal das Ding hier. Aber das war ja leicht, das war ja nur Dreieck drücken. Hopp. Hopp. Badabob. Kriegen wir wieder Story? Cloud, ich habe mir den Lebensstrom einmal genauer angesehen. Dabei konnte ich den Fundort eines Synthesechips aus Republikzeiten lokalisieren. Er liegt inmitten von zerstörten Trümmern aus der Republikzeit, in unmittelbarer Küstennähe. Die Gegend wurde beim Krieg gegen Shinra schwer in Mitleidenschaft gezogen und ist übersät mit Kratern. Gebt Acht, wo ihr hintretet, wenn ihr dort seid. Okidok. Ausgrabung Ruinen am Kap der Krater. Oder so. Dankeschön, Shadley. Dann gehen wir weiter. So, dann haben wir das auch. Mal gucken, was haben wir jetzt? Wir können hier runter hüpfen. Wir wollen ja jetzt dahin. Gucken wir mal. Hopp. Ja, ja, hör auf, dich zu beschweren. Spring doch einfach. Ja, dann spring nicht. Ja, da war die. Oder war da oben sind wir rum. Jetzt muss ich mich hier kurz orientieren. Warte mal. Wir gehen mal eben hier runter. Hier sind wir hochgegangen, richtig? Yes. So, dann gehen wir hier rechts hoch. Dann gehen wir wieder hier hoch, wo wir gerade eh schon waren. Da war ja der Schokobo-Dingsbonus. Die müssen ganz schön kraften ihren Krallen haben. So. Hier war das. Da waren wir. Da müssen wir eigentlich bald. Oh, also was looten wir? Danke. Ich gehe mal davon aus, dass wir dann hier weiter hoch müssen. Die Treppe habe ich gar nicht gesehen. Viel zu dunkel. Hallo. Wo bist du denn? Warum stehst du denn hier oben so einsam rum? Aha. Wagenbauer. Hallo. Dürfte ich stören? Was wollt ihr? Wir möchten den Karren von Gabe reparieren. Ah, auf der Suche nach Ersatzteilen, was? Yep. Kommt morgen oder übermorgen wieder. Ihr seht doch, dass ich gerade viel zu müde für sowas bin. Meinst du, mit einer Ohrfeige kriegen wir ihn wach? Mit Magie aufwecken, sanft aufwecken, nicht aufwecken.
aufgewacht. Hey, was soll das denn werden? Na, jag mir doch nicht so einen Schrecken ein. Na schön, wenn euch so viel dran liegt. Aber dann müsst ihr mir alle Teile von der Liste bringen. Notiz des Wagenbauers. Was für eine Frage. Stöbere mit der Karte des Wagenbauers und dem Geruchssinn deines Schokobos die Ersatzteile auf, die überall in Junon vergraben sind. Mit H kannst du die Karte hervorholen und mit L1 vergrößern. So, Karte hervorholen, schau, also hier so. Ach du Scheiße. Da unten ist der Turm, dann da links, dann da oben, alles klar. Und das wird auf der Karte sein, ist das? Das hier? Ups. Das da unten rechts, das ist doch bestimmt die Schokobo-Farm. Ihr seht das gerade nicht, wo ich drauf zeige, aber das ist die Schokobo-Farm. Da oben zwischen dem... Upsi. Habe ich auf die Tastatur gehauen. Ich gehe davon aus, dass das hier ist. Hey, du Sack. Hast du noch was für mich? So Infos? Lass uns mal nach den Teilen fragen. Hab doch gesagt, ihr sollt mir alle Teile auf der Liste beschaffen. Ah, dann küsst mich da, wo die Sonne nicht scheint. Der ist doof. Hilf tiefer, bitte. Lass mich durch. Hier können wir nicht einfach die Teile nehmen und dann ihm sagen, das sind die. So, hier geht's dann noch einmal durch. Wollt mal gucken, was hier noch ist. Bevor wir dann mit Hilfe des Wegpunkts einfach zurückgehen. Weil, also ich glaube, dass wir von dem Wegpunkt hier, von der Farm aus, müssten wir das ganz gut finden. So, dann einmal hier raus. Da ist er. So, und dann war das erste... Ich kann auf dem Schokobo die Karte nicht aufmachen. Ich muss nur die richtige Taste drücken, dann kann ich bestimmt auch auf dem Schokobo die Karte aufmachen. So, da oben ist der Turm. Wir fangen mal da links an. Das ist am Wasser. Wenn wir hier überhaupt richtig sind. Müsste aber eigentlich. Also wir gucken einfach mal. Mal schauen, ob das der Punkt ist. Oh, guck mal hier, er hat auf jeden Fall was gewittert. So. In die Richtung. Wir laufen kurz hier weiter und wittern dann neu. Ach komm, wir stehen direkt davor. Das ist praktisch. Suchen. Ausgegrabenes Holz. Ja, hervorragend. So. Dann ist der nächste da oben an dem Felsen. Ich würde sagen, irgendwo da. Puh, das sieht auf der Karte so weit weg aus, aber ich glaube, so weit weg ist das gar nicht. Aber noch wittert er nichts. Das heißt, wir laufen mal zu dem nächsten. Aber zu, vielleicht da rein. Einfach geradeaus und dann nach links. Ja, perfekt. So, geradeaus.
Tup, 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 tup. Und dann gucken wir hier nochmal. Hinter dem Baum. So, und das dritte ist dann schräg Richtung Norden durch den Zaun durch. Das müsste da oben sein, wo auch die Viecher rumfliegen. Hier durch den Zaun. Und da müsste das eigentlich hier schon gleich sein. Ja. Entschuldigung, falsche Taste. Gegen die kämpfen wir dann auch gleich. Ach, gegen die müssen wir sogar kämpfen. Armselig. Okay. Wir kämpfen erst. Die hatten sogar den Vorteil. Ja, komm. Das passables Ergebnis. Aber wo war denn das jetzt? Ich glaube, es war ungefähr hier. Nein. Dann gucken wir nochmal. Ach da, ein bisschen drüber gelaufen. Aber es ist ja nicht schlimm. So. Dann müssten wir ja alles haben. Dann können wir ja jetzt wieder zu dem Typen. Können wir da auch eine Schnellreise hinmachen? Tatsächlich. Na guck mal, Eris läuft sogar schon vor. Die ist ganz hin und weg, dass wir die Sachen haben. Wir sind wieder da. Bitteschön. Da habt ihr euch ja ins Zeug gelegt. Könnt mich übrigens Freddy nennen. Was wollt ihr denn nochmal von mir? Über Gabe fragen. Erstmal, was macht er hier? Für euch sieht's vermutlich so aus, als würde ich gar nichts tun. Das stimmt. Hänge in Gedanken dem letzten Krieg nach. Ihr müsst wissen, das hier diente früher als Bunker vor Luftangriffen. Unzählige Menschen verloren damals ihr Leben. Ich hab's zwar überlebt, muss aber jeden Tag an die denken, die nicht so viel Glück hatten. Okay, dann fragen wir ihn mal erstmal über den Krieg. Shinra und die Republik schenkten sich damals nichts. Die ganzen Kriegsruinen werden euch ja wohl nicht entgangen sein, oder? Ich bin damals für die Republik in die Schlacht gezogen. Doch wir wurden vernichtend geschlagen. Ihr seht ja, selbst die, die mit dem Leben davongekommen sind, haben sich nie von diesem Gräuel erholt. Ja, Krieg ist einfach nie gut. Egal. Wir fragen über Gabe. Der gute alte Gabe und ich haben zusammen im Krieg gekämpft. Ob ihr es glaubt oder nicht, der Knabe war damals einer der besten Reiter der Chocobo-Kavallerie. Wir sind zu zweit durch die Berge geschlichen und haben die Shinra-Kerle mit Angriffen aus dem Hinterhalt überrascht. Glaubt mir, wir sind dem Tod oft nur um Haaresbreite entkommen. Wir haben unsere Pflicht damals mehr als erfüllt. Alles, was wir beide jetzt noch wollen, ist, den Rest unseres Lebens in Ruhe und Frieden zu verbringen. Naja, gut. Kann ich verstehen. Dann fragen wir mal nach den Ersatzteilen. Ach ja, jetzt erinnere ich mich auch wieder. Wartet kurz. Hier, fertig. So gute Qualität gibt's nur bei mir. Na los, nehmt schon. Keine falsche Bescheidenheit. Gabe wäre sicherlich überglücklich, wenn sie noch mehr davon anfertigen würden. Na, ich weiß ja nicht. Und außerdem habe ich viel zu tun. Ihr habt doch jetzt, was ihr braucht, eh?
Also macht euch schon vom Acker. Er verbringt seinen Tag auch nur noch schlafend und dann ab und zu mal ein bisschen arbeiten. Naja, gut. Muss er ja wissen. Dann bringen wir mal Gabe die Teile. Aber vorher nehme ich das da hinten erstmal. Zack, zack, zack. Oh, passt alles nicht mehr rein. Wir müssen mal gucken, was wir gleich wieder craften können. Hier, für Sie. Freddy hat sich richtig ins Zeug gelegt. Zeig mal her. Nur, wenn Sie den Karren auch wirklich reparieren und sich ab jetzt ordentlich um die Chocobos kümmern. Da habe ich wohl keine andere Wahl. Gut, du hast mein Wort. Wunderbar. Na, dann können Sie jetzt gleich loslegen. Fertig. Mensch, das ist ja ein kleines Meisterwerk geworden. Dem alten Freddy kann wirklich keiner das Wasser reichen. Was für ein prächtiger Karren. Muss euch wirklich danken. Jetzt kann ich jederzeit wieder durchstarten. Das ist großartig. Doch bevor wir weiterziehen, habe ich noch eine Frage. Hätten Sie die Chocobos einfach hier verwildern lassen, wenn wir nicht zufällig vorbeigekommen wären? Vermutlich. Verstehe. Aber bei einem Gegner wie Shinra durchaus verständlich. Viele haben Angst, was ihnen für Konsequenzen drohen, wenn sie sich den Mächtigen widersetzen. Unsinn. Als würde ich mir wegen denen in die Hose machen. Aber warum haben sie dann aufgehört zu arbeiten? Tja, also, der Karren ist kaputt gegangen. Und den zu reparieren, da muss man ja erst die Teile beschaffen und dann... Ach... Das war mir einfach alles viel zu aufwendig. Zu aufwendig, ja? Schon gut, schon gut. Ich geb's ja zu, hab mich schlecht um meinen Laden gekümmert. Aber ab jetzt hänge ich mich mehr rein. Versprochen. Werd immer ein paar Ersatzteile auf Lager haben. Und mich auch ordentlich um meine Chocobos kümmern. Hast du das gehört? Wir haben also einen Zeugen. Dich sollte man sich besser nicht zum Feind machen. Nope. Pass bloß auf. Reif der Königin. In den Graslanden und der Junon-Region kannst du den Schnellreisedienst der Chocobo-Kutschen in Anspruch nehmen. Sprich dazu mit den zuständigen Mitarbeitern der ortsansässigen Chocobo-Farm. Oh, wir können ins Grasland schnell reisen. Das heißt, wir können endlich die Sachen holen, die wir vergessen haben da. Das ist ja übelst gut. Ausrüstung, Materia, wir haben im Moment den Craft Rive. Und wir haben jetzt noch bekommen. Den Reif der Königin ist eine Klasse 4 Reif. Erhöht 30, also hat 30 Rüstung, 14 Magie. Und gibt sonst allerdings nicht großartig was dazu, außer halt, dass der halt wirklich die Rüstung gibt. Verlieren dann aber ein Materia-Slot erstmal, ist das nicht so gut. Auf Tifa wäre das in Ordnung, weil Tifa hat ja eh nur den Eulenreif. Ja, der gibt 15-15. Da könnten wir rein theoretisch hier Ruf zu können. Also das. Da machen wir. So, bitteschön. Ein bisschen mehr Rüstung für Tifa. Auftrag abgeschlossen. Wir haben jetzt hier unsere Schokobo-Kutsche. Ich wollte mal kurz gucken, ob das auch so geht. Also ob wir wirklich immer Schnellreisen zu ziehen außerhalb der Region sind momentan nicht möglich. Okay, also wir müssen wirklich mit der Schokobo-Kutsche dahin fahren. Hallo? Ja, ja, ja. Hab gehört, dass Gabe wieder im Geschäft ist. Da gab's kein Halten mehr. Für lange Reisen gibt's nichts Besseres als Schokobo-Kutschen. Natürlich nur die von Gabe. Cool. Ach, guck mal, jetzt kann ich dann hier Graslande-Builds farmen, 300 Gil. Dankeschön, nehme ich. Und dann holen wir schnell diese blöden Türme, die wir da vergessen haben. Dann kann ich nämlich... Ach, guck mal, jetzt kann ich hier mit ihr fahren und sie sagt natürlich, dass Bildskutschen die besten sind wahrscheinlich. So, bin aber allerdings komplett überfordert, wie wir da hinkommen. Hier war absoluter Blödsinn.
Dann müssen wir uns nochmal umschauen. Ich bin mir selbst nicht sicher. Müssen wir mal gucken. Wir holen einmal Pico. Da ist er ja. Hi, mein Freund. Die lassen wir mal die Orks sein. Ich habe jetzt keine Lust, gegen Orks zu kämpfen. Wir können uns ja sowieso nicht das Wasser reichen. Die nächsten, die wir treffen, die kämpfen wir wieder. Fühlt sich falsch an, da einfach vorbeizureiten. Aber eigentlich bin ich ja nur schnell hier, weil ich die fehlenden Dinger da holen will, um die Graslandregion abzuschließen. Ich glaube ja auch, verübeln kann man mehr als nicht. Das fühlt sich so, das ist mir schon die ganze Zeit ein Dorn im Auge gewesen, dass wir das nicht abgeschlossen haben tatsächlich. Weil ich einfach nicht, ich hätte nicht gedacht, dass wir nicht mehr zurück können. Ja, ich habe gesagt, ich kämpfe gegen euch, dann kämpfe ich auch gegen euch. Und Nur die Starken überleben, das war ja ziemlich einfach. So, wir sind hier. Mal gucken, ob wir vielleicht da irgendwie... Da können wir hochklettern. Dann haben wir es da jetzt gefunden. Gut. Das freut und beruhigt mich. So, dann lass uns einmal hoch. Ne, warte mal, das ist Blödsinn. Da oben geht es, glaube ich, gar nicht weiter. Da war einfach nur so eine Quelle. Na los. Ist das da oben einfach nur eine Quelle gewesen oder habe ich dann hier nachträglich was übersehen? Ne, das ist einfach nur eine Quelle, bei der wir schon waren. Verdammt, so früh gefreut. Dann wieder rund. Ach meine, gut, spring nur einfach. In anderen Spielen kriegst du ein bisschen Fallschaden und dann ist gut. Außer bei Witcher. Da war man dann früher tot. Weil alles bei Witcher zu hoch war. Aber ich glaube, das haben die inzwischen gepatcht. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, man hat da jetzt etwas mehr Höhe, die man überstehen kann. Pico! Kommt immer aus der Richtung, in die ich nicht gucke. So, dann haben wir hier noch ein paar Sachen. Das nehmen wir natürlich mit. Dann reiten wir mal um diesen Stein rum. Steinberg, Gebirge, Felsen. Vielleicht geht es dann ja hier weiter. Den hatte ich ja auch aktiviert. Ach, wo bin ich denn jetzt? Gottes Willen. Da will ich ja gar nicht hin. Da kommen... Da geht's nicht weiter. Hier geht's aber auch nicht weiter. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich in den Sumpf. Habe ich da irgendwas übersehen, nehme ich an. Wahrscheinlich ist das sogar ganz einfach, da hinzukommen. Und ich stelle mich gerade einfach nur äußerst dämlich an. So, pass auf, wir haben hier den Sumpf. Da oben ist ja die besagte Brücke, die ist kaputt. Die bringt uns gar nichts. Da hinten weiß ich noch nicht so ganz, was ist. Und da wollen wir hoch. Das Ding zeigt uns da ja auch, dass wir da hoch sollen. Das ist, als wir das kaputt getreten haben, ist das einfach die Brücke hochgeflogen. Aber hier ist doch nichts zum Klettern. Hier, wenn ich das kaputt trete... Dann sagt uns das einfach nur. Kann man da hochklettern? Habe ich. Ah, Mann. Ich war einfach nur blind. Hatte mich schon gewundert, warum das Ding einfach die Wand hochfliegt. Und wir keine Möglichkeit hatten, da hinterher zu gehen, weil dann normalerweise hat das ja immer den Weg gezeigt. Ja, guck mal. Cool. Dann biegen wir einmal hier nach rechts ab. Können wir nicht. Also die Kiste kaputt machen, hätte ja was drin sein können. So, hier geht's nicht weiter. Hallo Barrett. Hallo Red. Kiste kaputt machen. Oh, Phönixfeder und Heiltrank. Das ist dann so gut. Hier, Titanschrein Beta.
Dann analysieren wir den einmal, dann wird Titan stärker, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Kreis, Kreis. Oh, das ist schwer. Ah, war einfacher als ich dachte. Du hast den Titankristall analysiert. Da hat mein Chattel übermittelt. Graslandregion einen Schritt weiter. Materia-Stufe gestiegen. Dank deiner Hilfe konnte ich die Analyse aller Kristalle aus den Graslanden abschließen. Damit kann Titan zu einem noch stärkeren Mitstreiter werden. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. So, jetzt muss ich allerdings gucken, wie ich weiterkomme. Weil sind wir hier, weil wir wollen ja, kann ich den Punkt mal wegmachen bitte? So. Wir wollen ja auch noch dahin. Da. Das ist so eine beknackte Eule, ne? Aber ich habe keine beknackte Eule gesehen, die mir irgendwie einen Weg zeigen wollte. Schwierig. Gut, den haben wir. Also. Hast du eine Eule gesehen zufällig? Warum können wir eigentlich hier oben rumlaufen? Königsfeder, geil. Warum können wir da rüber? Nee. Wir können auch nicht runter, also hier gibt es einfach gar nicht mehr, ne? Dann gehen wir zurück, zurück und zurück. Vielleicht kommen wir da hinten noch irgendwo hoch. Dann schauen wir mal. Da gibt's nichts. Müssen wir hier wieder runter. Kann Pico das eigentlich auch? Ich schreibe ja eigentlich bei den Folgen immer dabei, in welchem Gebiet ich war. Jetzt muss ich hier Junon und Grasland schreiben. Auch nicht schlecht. So, dann einmal auf den Pico drauf, dann laufen wir mal kurz hier am Wasser entlang. Vielleicht kommen wir da ja irgendwo hoch. Ist das? Ja doch, Westen so, ja. Das Vieh hier im Sumpf, ist ja kein Wasser, im Sumpf haben wir besiegt. Von daher können wir uns hier ja in aller Ruhe umgucken, ohne Angst haben zu müssen, dass uns wer angreift. So, hier irgendwo nehme ich an. Ich sehe den ganzen Tag heute schon nicht so gut. Ich übersehe gerne Sachen. So, ja. Gut, Treppen kann man nicht übersehen. Dann gehen wir einmal die Treppen hoch. Und da ist Eule. Natürlich, da sind Gegner, die machen wir natürlich jetzt auch schnell weg. So, und dann Schwertsturm. Gut, also wir haben dieses Gebiet ziemlich outlevelt, würde ich sagen. Mokri-Medaille, wupp, wupp. Ganz viel Segen des Planeten. Der Planet segnet uns. Ist hier oben noch was? Wenn wir schon mal hier sind, können wir uns ja hier ruhig mal ganz gut umschauen. Mokri-Medaillen, Phönix. Also so Loot habe ich ja wirklich gern. Ach, hier gibt es noch Schätze. 3 Stück. Ein Ogre-Armreif. Dann gehen wir einmal hier rüber. Mal gucken, wie groß das Schatzgebiet ist. Bis jetzt waren diese Schatzsuchen ja eigentlich immer relativ simpel. Hier ist Schatz Nummer 2. So. Also gut, da unten ist definitiv kein Schatz. Wir machen eben den Schatz fertig.
Heißt, ich bin dran vorbeigelaufen, nehme ich an. Vielleicht bin ich hier an der, kann ich an der Leiter vorbei? Nein, bleib bitte unten. Und guck lieber nicht unter Druck. Das wollen wir nicht. Diesen Titan und hier sind noch ein paar Kisten. Aber wo ist Schatz Nummer 3? Frage ist, war das hier vielleicht Schatz Nummer 2? Und Schatz Nummer 1 ist da. Ganz schön viele Kisten zum kaputt machen, was ich sehr gut finde. Super Trank. Und Heiltrank. Stärker. Und Holz. Holzig. So, und jetzt gehen wir. Eule, du gehst vor. Da hoch. Genau. Ja, ja, ja. Ich komme gleich nachher. Bin noch nicht mehr der Jüngste und auch nicht der Schnellste. So. Runter. Nein, bitte spring, Cloud. Nicht, sondern spring. Nein, spring. Quelle im Morast. Eine Entdeckung gemacht. Ich bin sehr glücklich darüber. Erstmal kurz alles aufheben. Und analysen. Jetzt müssten wir eigentlich die Graslandregion abgeschlossen haben. Es fehlt noch. Nee, fertig, oder? Cloud! Ich habe die Daten der Lebensquelle analysiert. Auf diese Weise konnte ich einen neuen Synthesechip orten. Er liegt wohl an einem Ort für ausrangierte Makroleitungen. Vielleicht könntest du dort einmal vorbeischauen. Ein Schokobo bringt dich sicher schnell hin. Aber natürlich, wo ist denn das? Deponie der Makroleitungen. Da. Ach da. Ich hab mich schon gefragt, warum da sonst nichts war, außer das blöde Banditenlager. Jetzt wissen wir warum. Weil dort einfach noch ein Synthese-Chip ist. So, den holen wir uns schnell. Dann kann ich voller Stolz sagen, die Graslande sind abgeschlossen. Oh ja. Hier finden wir sicher einen Synthese-Chip. Finde alle Gegenstände mit Hilfe des Schokobus Geruchssinn. Machen wir. Sobald er was wittert, sind wir zur Stätte. Wittern! In die Richtung, sagt er. Nein, da in die Richtung, okay. Auf das Ding drauf. Na dann. Warum fängt denn jetzt hier die Musik an? Und wieder runter. Ah ja, ja. Hochleistungsreif und Schutzweste Typ 2 synthetisieren. Meditationstalisman und magischer Ohrring. Das ist quasi hier so ein bisschen die Belohnung dafür, dass wir alles gemacht haben. Dann kriegen wir ganz, ganz viele neue Synthese-Dinger. Jetzt laufen wir hier einfach quasi nur rum und gucken, ob der was wittert. Ja, hier Tifa und Eris, ihr Schokobo suchen auch. Hat deiner was gefunden, Tifa, zufällig? Vielleicht in den Röhren drin? Hier. So, dann gucken wir doch mal hier.
Ach, wir stehen direkt drauf. Das ist ja super. Und Pik. Kameraden-Ohrring. Moin Red, du suchst auch fleißig. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht am Ende von der Akkuleitung ist. Ne. Wir bleiben. Ach hier, guck mal da. Hätte nur weiter geradeaus gemusst. Dann zeig mal, wie dann. In die Richtung. Da. Außerhalb der Vakuumleitung, okay. Aber nicht dazwischen, oder? Nee, hier drunter. So. Robuster Armreif Plus. Und den Knochenarmreif Plus. Graslandregion, Weltberichte abgeschlossen. Ich freue mich sehr. So, dann drücken wir einmal Pause. Synthese. So, was haben wir jetzt alles bekommen? Es war ja doch eine ganze Menge. Guck mal, was wir hier können. Wir können den Korallentalisman, der hat 4 Materia-Plätze. 12-12 ist jetzt natürlich nicht ganz so geil, aber trotzdem schon ordentlich. Dann haben wir hier noch einen Armreif plus, ja, Talisman der Dryaden plus, also alles plus plus. Und dann haben wir hier Schutzweste und jetzt können wir auch vor allem magischer Hochring. Erhöht die MP um 3 und die Magie um 5%. Das ist quasi eine Verbesserung von dem hier. Also magischer Urin Plus sozusagen. Meditationstalisman, Willenskraft 5% MP um 3. Braucht aber einen Talisman, einen normalen. Schutzweste Typ 2 hat T-Fire aktuell an. Und eine verbesserte Variante der kugelsicheren Weste, die von Shinra-Gardisten getragen wird. Inwiefern ist die dann besser? Achso, das hier ist Schutzweste. Ach, okay, aber die Vitalität um 5. Und das ist Schutzweste Typ 2, erhöht die maximalen TP um 250. Da brauche ich ungeheuer Haut und Schutzweste für. Ich sehe keinen Grund, warum ich die nicht machen sollte. Und den Hochleistungsreif könnten wir rein theoretisch auch einmal machen. Den hat Cloud gerade an. Und den magischen Ohrring, ich meine, warum nicht? Dann haben wir einmal alles verbessert. Wir können Super Spray und Ether synthetisieren. Windmühlenbauteil ist klar. Kameraden-Ohrring erhöht den verursachten Schaden durch Synchroaktion und Synchrofähigkeit um 10%. Finde ich schon cool. Klebt in einem Kampf automatisch einmal. Ja, robuster Armreif für Aris könnten wir auch einmal verbessern. Ich meine, warum nicht? So. Hier ist der Korallentalisman. Das hier braucht Stufe 7. Der ist dann auch cool. Der hier finde ich aber auch richtig sexy mit 4x Materia. Gucken wir mal später, was der kostet. Super Spray kosten super 3 Supertränke, Nebelsaat und Granate des Planeten machen wir ein. Damit wir es gelernt haben. Ether machen wir ein, damit wir die Synthesepunkte kriegen. Goldnadel können wir nicht, weil wir dafür die Barmherzigkeit des Planeten brauchen. Das ist noch zu teuer. Ein Kissen können wir herstellen, das tun wir. Der Mixe-Supertrank braucht 3 Gnade des Planeten, haben wir nicht mehr. So, dafür können wir dann jetzt nämlich den Talisman der Verzauberung, braucht aber die Barmherzigkeit des Planeten. Das ist wahrscheinlich erst im nächsten Gebiet. Hier können wir noch Kraftreif-Ohrringe und Talisman zum Leveln machen. Und den Seelen-Ohrring könnte man eigentlich auch rein theoretisch einmal zum Leveln machen. Ja, eigentlich zum Leveln wäre das schon gar nicht schlecht, ne? Anziehen würde ich den nicht. Also ich lasse das jetzt erstmal, weil im Moment sind wir eh
von der Synthese, dass ich das mal sage, zu weit. Ne, wir brauchen halt schon Mats, die wir noch gar nicht kriegen können. Von daher ist das gar nicht so wild. Also die haben alle ihre Sachen anbehalten, nehme ich an. Was ich gerade verbessert habe. Tiefer. Superhände. Schutzweste Typ 2. Jawohl. So. Dann haben wir die Graslande erfolgreich abgeschlossen und ich würde sagen, wir machen uns wieder zurück in die Junon-Region. Heißt, wir müssen einmal zu Bills Farm. Und dann mit dem Karren hier, wo ist er? Da, hallo. Guten Tag, darf es eine Chocobo-Kutsche sein? Guten Tag, ja gerne. Normalerweise arbeite ich auf einem Bauernhof in der Nähe. Aber manchmal helfe ich auch hier auf der Farm aus. Cool, das freut mich. Dann kannst du mich gerne wieder in das Junon-Gebiet bringen, zu Gabe. Weil bei Gabe gibt es alles, was wir brauchen. So. Das war doch schon mal ein erfolgreicher Ausflug. So, das machen wir natürlich erstmal noch nicht. Gehen wir jetzt hier unten hin, dann würde ich sagen, das nächste halt Aktivierung 2, Funkturm am Kap der Krater. Und da wir neue Materialien brauchen, werde ich das auch mit Bell machen, damit wir nebenbei einfach ein bisschen looten können. Was hier halt so rum. Ne? Wir haben jetzt ja gerade dann doch eine ganze Menge ausgegeben und das Spiel basiert ja nun mal doch sehr viel darauf, dass man synthetisiert. Wenn wir schon hier sind, sagen wir es direkt richtig. Und ganz ehrlich, Super Sprays finde ich gar nicht mal so schlecht. Die ganze Gruppe für, ich weiß nicht, was Super Spray macht, 600 heilen. Natürlich nur in Kämpfen, wo Heilung erlaubt, also Gegenstände erlaubt sind. Ah, halt, stopp. Ja, ist los. Tut mir leid, ich wollte nicht, dass du mit dem Schnabel auf dem Boden haust. Ich habe gesehen, dass du was gewittert hast und wollte mal gucken. Ich drück den Knopf doch. So, in welche Richtung muss ich bauen? Ja. Danke. Piek, piek. Play Arts Action Modell Auslöscher. Nehme ich jetzt einfach mal so hin, was auch immer das sein soll. Finde ich sehr gut. Da haben wir ein paar Gegner, da ist unser Turm, das heißt, die Gegner sind auch unsere Gegner. Wir haben nämlich dasselbe Ziel. So, kommt mal runter da. Ja, da hab ich nichts angestellt, nur noch wieder nicht. So, haben wir den ersten schon mal geschockt, den machen wir so weg. Und dann gehen wir weiter zum zweiten und können den mit so einem starken... Also, der hat mich auch gekriegt. Ach guck mal, das sind noch zwei. Das war's dann. Also langsam haben wir auch dieses Gebiet dann wieder erfolgreich auf Level. Okay. Hier unten ist nichts, ne? Dann klettern wir einmal hoch. Hoch, hoch, hoch. Machen diese Kisten kaputt. Und gehen weiter nach oben. Und da kommt's rein. Ich finde das immer schön, denn an anderer Stelle porten sie sich an mir vorbei, damit sie nicht klettern müssen. Aber hier auf dem Turm, wo nur ich hoch muss, ne, da kommen sie mit. Okay, da ist ein Kampf. Den haben wir noch nicht gewusst. Da gehen wir dann direkt nächstes hin. Werden wir wieder angerufen? Nope. Können wir abkürzen, bitte? Ja, gut. Und dann machen wir als nächstes den Kampf. Oh, was ist denn das? Identifiziert. Rufe Datenverzeichnis auf. Während dieser Jahreszeit
durchqueren die Tonadus die Junon-Region, um einen Brutplatz zu finden. Sie bauen ihre Nester weit ab von menschlichen Siedlungen und ziehen dort auch ihre Jungen groß. Die Aufgabe der männlichen Tonadus ist unter anderem die Nahrungssuche. Um Futter für ihre stets hungrigen Jungen zu beschaffen, begeben sie sich jedoch auch in die Nähe von menschlichen Behausungen und schrecken selbst vor Angriffen nicht zurück. Wegen Junons Ausbau durch Shinra verloren sie einen Großteil ihres Lebensraums, weshalb sich die Attacken in letzter Zeit häufen. Um nicht als Mitbringsel für die Küken zu enden, ist bei der Datenerhebung Vorsicht geboten. Finde ich eigentlich nicht gut, dass wir den jetzt angreifen. Die verteidigen ja quasi nur ihr Habitat. Aber gut. Schocke, schockanfällig und erledigen. Genau so. Auf Nummer 6. Wind ist wirksam. Diese seltene Tonadu-Spezies ist von Natur aus extrem vorsichtig und wagt es kaum, sich ihrer Beute zu nähern. Stattdessen greift sie mit Schallwellen aus der Luft an, um ihr Ziel allmählich zu schwächen. Ja. Naja. Eigentlich finde ich das gut. Was wird das gerade machen? Aber mal. Und was habe ich denn? Habe ich Luft? Nö. Wer hat denn Luft? Das wäre nur gesagt, vielleicht hast du Luft? Das war nichts. Jeder, jemand hat. Nimm das. Magie. Aero. Da ist Aero. Und vielleicht hat Tifa ja auch Luft. Aber ich glaube, Tifa kommt da ganz dran. Wir hauen einfach den Boden. Dann können wir nämlich hier. Nö, Tifa hat's nicht. Dann bleiben wir bei. Cloud, Gegenstände, Supertrank, Heiltrank auf Red. Attacke! Töre den Stöcke! Ich war vorsichtig! 1,45, vielleicht kriegen wir den ja noch schockanfällig. Wir machen nochmal Aero. Jetzt fehlt ein anderer Wind! Das ist nicht schlecht! Wir haben ihn gleich geschockt, aber nicht schockanfällig. Ja, Magie. Ach, wir haben kein Vita mehr auf ihm hier, ne? Da habe ich vielleicht noch irgendwas mit windige Verkettung. Schallwellen. Kann er Windelementar, genau, das suche ich doch. Ich habe nichts anderes erwartet. Aber immer noch nicht schockanfällig. Tifa, könntest du vielleicht... Ja, das wollte ich eigentlich vermeiden. Na gut, schade. Königsfeder auf Red. Kannst du stehen? Viel Erfolg! Lass mich mal. Fertigkeiten. Okay, aber dann Schock anfällig. Wir besiegen den jetzt und dann gucken wir erst mal, wie ich den Schock anfällig kriege. So, das war gut. Richtig. Bei Schock anfällig habe ich den leider nicht gekriegt. Sehr ärgerlich. Gegenstände. Seltene Tonadu-Spezies identifiziert. Rufe Datenverzeichnis auf. Während dieser Jahreszeit durchqueren die Tonadus die Junon-Region, um einen Brutplatz zu finden. Sie bauen ihre Nester weit ab von menschlichen Siedlungen und ziehen dort auch ihre Jungen groß. Die Aufgabe der männlichen Tonadus ist unter anderem die Nahrungssuche. Um Futter für ihre stets hungrigen Jungen zu beschaffen, begeben sie sich jedoch auch in die Nähe von menschlichen Behausungen und schrecken selbst vor Angriffen nicht zurück. Wegen Junons Ausbau durch Shinra verloren sie einen Großteil ihres Lebensraums. Ja, wir müssen uns gleich mal die Analyse durchlesen kurz. Ich mache einfach nochmal eine. Wenn es so schlimm ist. Und gucken mal, was da vielleicht noch steht wegen Schockanfälligkeit. Wenn du diesem Ungeheuer eine bestimmte Menge Schaden zufügst, greift es mit Beutesturz an. Weiche diesem brutalen Angriff aus, um es schockanfällig zu machen. Okay, also wir müssen den Beutesturz ausweichen.
Manchmal sollte man sich das da vielleicht doch durchlesen, was da so steht. Das war's dann. Da war der Wolf gestürzt, hat sich aber voll getroffen, leider. Nimm das! Du kannst mich nicht heilen, aber tiefer gleich. Oh Mann, wenn ich den dann noch richtig ausweichen würde. Ich kann mich selbst auch nicht heilen, ne? Mehr Gegenstände. Ja komm, 700 macht diesen Portal. So wird das nichts. Oh, ich muss mich nur schaffen, diesen blöden Deutschsprit auszuweichen. Alles andere ist ja kein Gar. Nichts überstürzen. Das war nichts. Feurige Verkettung, mächtige Abwehrwürfe, Fänge sicher klar. Wir warten kurz. Keine Entzweigen. Jetzt haben wir den geschockt. Können wir den vielleicht nicht besiegen? Tschüss. Nein, tun wir nicht. Muss ich den Käse nochmal machen? Weil dem Beutesturz ausweichen ist gar nicht so einfach, wenn man direkt vor dem Vieh steht.